Unser Food Upside Down Experiment. Zwei Spitzenköche. Aus zwei unterschiedlichen Nationen kochen ein österreichisches Gericht. Marillenknödel. Und die könnten unterschiedlicher kaum sein. Was dabei rauskommt, hat uns echt umgehauen. Aber von vorn. Unsere Challenge ist in Istanbul. In einem osmanischen Restaurant ist Kadir Yilmaz Küchenchef. Normalerweise kommen bei ihm traditionelle Gerichte auf den Teller. Heute soll Kadir unser Gericht nachkochen. Erstmal Tiefeninspektion. Sowas hat der türkische Koch noch nie gesehen. Eine Aprikose. Eine Aprikosenüberraschung. Sehr schön. Sein Eindruck? Positiv. Die Optik überzeugt. Aber tut's auch der Geschmack. Das schmeckt eher lasch und etwas sauer. In der traditionellen osmanischen Küche gibt es verschiedene Nachspeisen, wie Baklava. Die sind aber viel, viel süßer. Beim türkischen Zuckerjunkie glatt durchgefallen. Deswegen kündigt Kadir an, er wird den Knödel pimpen. Was da wohl rauskommt? Das wird eine Überraschung. Ihr habt mich überrascht, jetzt überrasche ich euch mit meiner Version. Wir schauen erstmal, wie es richtig geht. In einem angesagten Hotel in Istanbul arbeitet der Deutsche Andreas Scheuregger seit 10 Jahren als Küchenchef. Marillenknödel kennt er noch aus seiner Lehre. Es war für mich immer ein Albtraum sozusagen, weil das bei uns in der Küche so war, dass der jetzt am Fleischposten arbeitet, auch die Süßspeisen mitmachen musste. Und unser Chef dachte, das ist ganz leicht, aber es war ein ziemliches Gerenne. Marillenknödel sind wohl komplizierter als gedacht. Deshalb ist unser Chefkoch nicht gerade begeistert. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten weiß er zumindest, was reingehört. Unter anderem Quark. Der ist hier nicht leicht zu bekommen. Es gibt nur eine Firma in der Türkei, die Quark herstellt. Und der Quark ist ein bisschen anders beschaffen wie unser Quark. Er ist eher fettiger, weicher und schmeckt auch ein bisschen anders, mehr sauer. Die meisten Türken kennen einfach keinen Quark. Andreas hat seinen aus Deutschland importiert. Und was hat Kadir rausgeschmeckt? Der steuert zielsicher in einen Käseladen? Ich kaufe Lohr. Ich glaube, ich habe diesen säuerlichen Käsegeschmack im Original herausgeschmeckt. Die Konsistenz von Lohr ist vergleichbar mit Schafskäse. Den Geschmack hat Kadir mit dem vom Quark verwechselt. Dazu Butter, genau wie im Original. Und Honig. Ohne den geht in der Türkei nichts. Weiter geht's zu den Aprikosen. Wichtig, sie sollen klein sein. Unsere Bällchen sind Kadir nämlich zu groß. Und dann greift er noch zu Kirschen. Die waren doch gar nicht drin. Genauso wenig wie Malep. Ein traditionell türkisches Gewürz für Süßspeisen, das ein bisschen wie Vanille schmeckt. Zusätzlich noch Zimt. Die restlichen Zutaten hat er bereits in seiner Küche. Zurück zum Original. Was reingehört, weiß Andreas genau. Wurde ihm in 3 Jahren Lehre ja auch quasi reingeprügelt. Er denkt, Kadir wird es schwer haben. Die paar Sachen, die als Zutaten hier rein müssen, die müssen halt stimmen. Und wenn die halt nicht stimmen, dann wird es wirklich schwer, so einigermaßen was hinzubringen, was wie ein Marillenknödel ausschaut und schmeckt. Der Teig ist auch für gelernte Köche etwas knifflig. Stimmt die richtige Menge Quark, Mehl oder Eier nicht, wird der Teig zu klebrig oder zu flüssig. Mal sehen, ob der türkische Koch Kadir das hinkriegt. Der kommt gerade vom Einkaufen zurück und präsentiert seine Schätze vom Markt. Für seine Marillenknödel im Oriental Style wählt er dazu noch Grieß, Sesam, Milch und Äpfel. Ich hoffe, meine Variante wird schmecken. Aber ich möchte betonen, dass ich diese Nachspeise heute zum ersten Mal mache.
Da hat wohl jemand Bedenken, bevor es überhaupt losgeht? Nicht unbegründet, denn bereits beim ersten Schritt macht Kadir den ersten dicken Fehler. Grieß statt Mehl. Und der macht den Teig eher hart statt fluffig. Ich nehme kein Mehl für den Teig, weil das matschig werden könnte. Mit Grieß wird der Teig besser. Wie war das noch gleich? Die paar Sachen, die als Zutaten hier rein müssen, die müssen halt stimmen. Doch Kadir macht lieber einen Grießbrei-Teig und süßt ihn mit Honig. Mehr Honig. Und noch etwas mehr. Im nächsten Schritt driftet Kadir noch weiter vom Original ab. Statt Quark gibt's Käse. Ob das was wird? Käse mit Grieß? Bei Andreas läuft dagegen alles nach Rezept. Er macht eine Bröselschmelze aus Semmelbrösel und Butter. Nächster Step im Original, die Füllung. Für die Süße steckt Andreas nach dem Entkernen in jede Aprikose ein Stückchen Würfelzucker. Das hinzukriegen sollte für seinen Kollegen kein Problem sein, oder? Ist richtig. Ich denke, gibt's kein Dessert, das irgendwie mit Aprikosen in so einem Zusammenhang gäbe in der Türkei. Also. Obwohl 85% der Aprikosen weltweit aus der Türkei kommen. Aber die Türken essen die Frucht lieber frisch oder getrocknet. In der Vorlage hat Kadir sie trotzdem identifiziert. Das ist die einzige Zutat, bei der ich mir zu 100% sicher bin. Wunderbar. Und damit hat Kadir neben der Butter genau eine Zutat gewählt, die mit dem Originalrezept übereinstimmt. Immerhin, sein Grießteig lässt sich zu Knödeln formen. Optisch alles im Lot. Zurück zum deutschen Koch Andreas. Der kennt noch eine Stolperfalle. Wenn man nicht genug Ei hat oder der ganze Teig zu feucht ist, dann könnte es schon auseinanderfallen. Klingt so, als hätte er dafür in seiner Ausbildung öfter mal eine auf den Deckel bekommen. Übrigens, eine Soße braucht es nicht. Andreas gibt nur noch mal etwas Butter und Brösel unter die Knödel. Et voilà! Fertig sind die originalen Marillenknödel. Wir finden, sieht gut aus. Mal sehen, was Kadir zusammenzaubert. Als Panade benutzt der Chefkoch Sesam. Die Semmelbrösel hat er zwar rausgeschmeckt, aber Kadir hat ja angekündigt, es anders zu machen. Eier gibt's deshalb auch nicht, obwohl er selber zweifelt, ob das gut geht. Ich habe etwas Angst, dass es platzt im Öl. Wenn es platzt, mache ich es einfach nochmal. Und ihr tut so, als wäre nichts gewesen. Okay? Logo, wir halten mit der Kamera voll drauf. Aber der türkische Koch hat Glück. Es hat geklappt. Ich bin echt erleichtert. Als Türke ist Kadir eben ein Meister im Frittieren. Weiter geht's mit einer Apfelmarmelade. Die gibt's nicht im Originalrezept. Aber Kadir ist sich sicher, das passt zu seiner Variante des Marillenknödels. Fast ein Wunder, dass sein Käsegrieß ein Bällchen ist und kein Viereck. Noch etwas Honig drüber und Kadir ist fertig. Jetzt kann er nur noch auf den Geschmack hoffen. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ich hoffe, es wird Andreas schmecken. Kadirs Marillenknödel im Oriental Style. Aus Grieß, frittiert und mit Käsetopping. Andreas ist bereit für die Verkostung in Kadirs Restaurant. Türkische Marillenknödel. Die türkische Variante hat mit unserem Original so gut wie nichts mehr gemeinsam. Ich bin richtig aufgeregt, wie vor einer wichtigen Prüfung. Wir merken, er macht sich wirklich Sorgen. Immerhin steht Kadirs Ehre als Chefkoch auf dem Spiel. Aber wenn es nach Andreas geht,
kein Grund zur Sorge. Ausgezeichnet, wirklich. Jetzt kein Marillenknödel im ursprünglichen Sinn, aber sehr, 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 sehr gut gemacht. Meine türkische Version ist natürlich süßer. Schön, dass sie dir trotzdem schmeckt. Wow, alles anders gemacht und trotzdem gepunktet. Auch wir haben Kadirs Gericht probiert und waren echt begeistert. Marillenknödel im Oriental Style. Eine wahre Überraschung.